Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Große Freiheit TV. Ich möchte heute mit euch einfach nochmal in den ganzen Gender-Zirkus einsteigen. Und zwar habe ich da einen Artikel gefunden. Ja, da denkt man eigentlich gar nicht, dass das ernst gemeint ist. Aber natürlich in der verrückten Gender-Welt, da ist alles möglich. Wir gehen auch mal direkt rein. Und zwar sehen wir hier einen Artikel in The Guardian. Da sehen wir hier da in einer Stadt, da sind aufgeklappte Brücken zu sehen. Und das ist für die Dame, sind das Gebäude, die in den Himmel ejakulieren. Und sie fragt sich, okay, sind unsere Städte sexist, also sexistisch? Everything is sexist, everything is racist, everything is homophobic, and you have to point it all out. Everything is sexist, everything's offensive to people like me. Let's go through the checklist, it's all misogyny. So, hier sehen wir dann, das ist ein Artikel von Leslie Kern, die ist die Autorin des neuen Buchs Feminist City, und sie sagt, wir haben toxische Maskulinität, die überall in die Struktur unserer städtischen Landschaften vorhanden sind. So, wir wollen hier einfach mal reinschauen. Leslie Kern, der hat hier ein Coaching-Unternehmen, wo sie Career-Life-Coaching betreibt, also Karriere- und Lebenscoaching für Akademiker. Das ist ja erstmal nichts Verwerfliches. Aber die Dame, was die genau macht, erfahren wir, wenn wir hier bei About Me reingehen, dass ihre Dienstleistung unter dem Eindruck ihrer feministischen und sozial gerechten Weltsicht stehen, also, oder genau heißt es Social Justice Orientated Worldview. Sie möchte gerne ja Räume entwickeln, die LGBTQISS2S-friendly sind. Sorry Leute, ich bin all over the place. Ich musste auch ehrlich mir ein Glas Wein machen, weil einfach ich Anxiety kriege bei diesem Thema. Das heißt also freundlich für ja, diverse Leute, also diese Abkürzung, die kannte ich auch noch nicht. Ja, normalerweise ist das ja auch immer LGBT+, aber die Dame hier ist natürlich eine Vorkämpferin des Feminismus, und da kann man natürlich nicht diese veraltete Form nehmen. Was das jetzt genau heißt, schauen wir auch mal hier rein. Das heißt Lesbian, Gay, Bisexual, Transsexual, Transgender, Intersex, Queer, Questioning, Two Spirits and Allies. Ah, okay. Naja, auf jeden Fall will sie eine Umgebung sichern, die halt LGBT+ freundlich ist. Ich sage jetzt nicht dieses Wort, ist viel zu kompliziert. Die soll antirassistisch sein, anti-ableist. Anti-ableist ist halt Anti-Pflichterfüllung, wenn ich das richtig übersetzt habe, und antikolonialistisch. Ja, jetzt denkt man natürlich, okay, die Dame, die kann doch nicht nur mit feministischen Büchern Geld verdienen oder mit ihrem Coaching. Und natürlich liegen wir da richtig, solche Feministinnen, die sind natürlich besonders oft an Hochschulen zu finden. Ja, im nächsten Absatz erfahren wir dann mehr drüber. Und zwar arbeitet sie als Associate Professor in dem Bereich Geografie und Umwelt an der Mount Allison University in Kanada. Sie ist auch gleichzeitig Direktorin der Frauen- und Genderwissenschaften. Und sie hat einen Doktor in Gender, Feminismus und Frauenstudien. Hopp, hopp, ab ins Genderboot. Von der York University. Sie forscht im Bereich Gender und Städte, Gentrifizierung und Umweltgerechtigkeit. Ja, bei Twitter schreibt sie hier, dass sie nach dem Artikel im Guardian, dass sie ganz viele Hassnachrichten bekommt oder genauer gesagt Misogynist Hate Mails, also frauenfeindliche Hassnachrichten. Ja, bei solchen Leuten ist es natürlich immer so, die können immer austeilen, so wie bei Hengame, Polizisten gehören auf den Müll. Sie ist kein Mann, keine Frau, smash the binary. Aber wenn sie mal dafür Kritik bekommen, da ist ja natürlich alles irgendwie wieder Hassnachrichten, dann sind das die bösen Rechten. Die gehen sich natürlich immer, solche Leute gehen sich natürlich mal den Anstrich der edlen Kämpfer für die soziale Gerechtigkeit. Dabei sind sie eigentlich ja die Zerstörer des Sozialen. Wollen wir uns mal weiter den Text anschauen? Ich habe das hier einfach mal bei DeepL übersetzt für euch. Da sehen wir hier Glasdecken und Phallustürme, gemeine Straßen und dunkle Gassen, Straßennamen und Statuen von Männern. Übrigens interessant ist, dass DeepL hier Man erst mit Menschen übersetzt hatte. Wer weiß, ob DeepL auch politisch korrekt ist. Vom Physischen bis zum Metaphorischen ist die Stadt voll von Erinnerung von männlicher Macht.
Das heißt also, wir sehen über Statuen, wir sehen über Straßennamen ganz, ganz böse. Das zeigt, die Männer sind das vorherrschende Geschlecht und das ist natürlich ganz, ganz sexistisch. Man hat ja sonst keine Probleme im Leben. Und doch sprechen wir selten von der Stadtlandschaft als einen aktiven Teilnehmer an der Ungleichheit der Geschlechter. Ah, okay. Die Stadt, die hat natürlich einen Anteil daran, dass es Ungleichheit gibt und da muss man natürlich auch ja, da Forschung anstellen, Steuergelder ausgeben, so wie sie, die hier wahrscheinlich ganz ordentlich erhält. Ein Gebäude, egal wie phallisch es ist, ist eigentlich nicht frauenfeindlich, oder? Sicherlich ist ein Wolkenkratzer nicht für sexuelle Belästigung verantwortlich, das Lohngefälle oder gar die gläserne Decke verantwortlich, ob er nun eine buchstäbliche Decke oben hat oder nicht. So, hier auch wieder, ein Hochhaus ist dann metaphorisch dafür verantwortlich, dass es sexuelle Belästigung gibt, dass es den Gender Pay Gap gibt. Gender Pay Gap, wo ich sage, ja, schaut euch mal die Statistik zu an. Also ich verlinke euch hier auch nochmal ein Video von Gunnar Kaiser, der hat sich den Gender Pay Gap mal genauer angeschaut. Übrigens mit dem Gender Pay Gap, ich war auch mal hier, war ich an der Uni Hamburg, habe da mit jungen Damen gesprochen, ob es Gleichberechtigung zwischen Männern und Frauen gibt. Da kamen natürlich die jungen Mädels alle mit, oh, ist ganz ungerecht, es gibt ja den Gender Pay Gap. Natürlich geben sie genau das wieder, was sie da in diesen Indoktrinationsanstalten gelernt haben. Und genau die gleiche Frage habe ich dann in einem Park gestellt, wo Mütter waren, alle so Mitte, Ende 30. Und sie haben alle gesagt, nein, eine Ungleichberechtigung gibt es nicht. Die haben sogar selbst oft erlebt, dass sie mehr verdienen als ihre männlichen Kollegen. Ich so, krass, really? Da hat man dann auch gesehen, dass mit ein bisschen Lebenserfahrung man eigentlich sieht, dass die Welt ganz anders ist, wie es in diesen ganzen Indoktrinationsanstalten dargestellt wird. Und die gläserne Decke, das ist die Decke, die die Frauen davon abhält, eben in Führungspositionen zu kommen. Deswegen müssen wir natürlich auch überall Frauenquoten haben, damit wir die Frauen in die Vorstände reindrücken. Es kann ja nicht sein, dass Männer und Frauen immer noch unterschiedliche Präferenzen haben. Also daran müssen wir definitiv arbeiten, oder? Ja. Weiter im Text. Dennoch können unsere gebauten Umgebungen immer noch Muster geschlechtsspezifischer Diskriminierung widerspiegeln. Wenn man sich die Stadt und ihre Strukturen als neutrale Orte vorstellt, an denen komplizierte menschliche soziale Beziehungen inszeniert werden, ignoriert man die einfache Tatsache, dass Menschen diese Orte gebaut haben. So, dann zitiert sie die feministische Geografin. Ja, ich wusste auch gar nicht, dass es feministische Geografen gibt. Ich habe mal eine kennengelernt, die hat feministische Musikgeschichte studiert. Das habe ich dann auch einem Freund erzählt, der selbst Musiker ist. Das hat sich gar nicht mehr eingekriegt, weil, ja, oder genauso wie Black Studies. Man versucht dann halt einfach mal die Geschichte umzuschreiben und dann zu sagen, okay, da hat es doch viel mehr Schwarze, da hat es doch viel mehr Frauen gegeben. Und man konzentriert sich dann nur auf die und die bösen weißen Männer, die müssen dann natürlich möglichst ausgelassen werden. Und ihr seid einfach nur weiß, aka privilegiert. Ja, die feministische Geografin Jane Dark, die schreibt, unsere Städte sind ein Patriarchat, das in Stein, Ziegel, Glas und Beton geschrieben steht. Mit anderen Worten, Städte spiegeln die Normen der Gesellschaften wider, die sie gebaut haben. Und Sexismus ist eine tief verwurzelte Norm. Ja, ihr könnt ja mal direkt unten kommentieren, meint ihr, das ist Satire oder ernst gemeint? Also ja, offenbar tatsächlich ernst gemeint. Wenn der Sexismus der Stadt mit architektonischer Symbolik begann und endete, hätte ich gerne einen Aufsatz darüber geschrieben und mich dann dringenderen Themen zugewandt. Okay, sie sagt also, okay, es gibt dringendere Themen. Aber natürlich ist das nicht der Sexismus, der sich in der Architektur der Stadt widerspiegelt. Weiter schreibt sie aber, die historischen und fortwährenden Vorstellungen der Gesellschaft über die richtigen Geschlechterrollen für Männer und Frauen, organisiert entlang einer engen Binärstruktur. Also ist ja ganz schlimm, dass es nur Männer und Frauen gibt. Es gibt natürlich auch hier, ja, TTIQQSA. Darf man nicht vergessen, ganz wichtig. Sind bis in unsere Städte hineingebaut und sind immer noch wichtig. Sie sind für mich als Mutter von Bedeutung. Sie sind für mich als vielbeschäftigte Professorin wichtig, die sich oft in fremden Städten aufhält und sich fragt, ob es in Ordnung ist, allein in die Kneipe in der Nachbarschaft zu gehen.
Fragen Sie jede Frau, die versucht hat, einen Kinderwagen mit in den Bus zu nehmen, in einem Park zu stillen oder nachts joggen zu gehen. Sie versteht intuitiv die Botschaft, die die Stadt ihr vermittelt. Dieser Ort ist nichts für sie. Diese Feministin, die macht sich dann als Mutter und als vielbeschäftigte Professorin, macht sie sich dann Gedanken drüber, warum die Städte sexistisch sind, und sie sagt, okay, hey, das kann jede Frau bestätigen, das sind Orte, wo man sich als Frau nicht wohlfühlt. Okay, wenn ich mich so mit Frauen unterhalte, habe ich das natürlich auch ständig gehört. Nein, natürlich nicht. Aber ja, man muss ja die Steuergelder irgendwie verballern und über sowas Studien anstellen. Ansonsten habe ich auch mal ein sehr umfangreiches Video zum Thema Gender und Feminismus gemacht. Ich glaube, das war so mein Video, wo ich am meisten Arbeit reingesteckt habe. Okay, ich bin da ein bisschen heiser, seht es mir nach in dem Video, aber ansonsten halte ich das für sehr, sehr sehenswert. Und da habe ich auch damals ausgeführt, dass die Gender Studies eigentlich ja so wahnsinnig geworden ist, dass sich da sogar Leute einen Spaß rausgemacht haben. Wir schauen mal hier. Der hat sich einen Spaß daraus gemacht, Hitler auf feministisch umzuschreiben und dann einzureichen in den entsprechenden Fachmagazinen. Viele von deren ja wissenschaftlichen Studien sind auch angenommen worden. Sie haben zum Beispiel sich mit Fat Bodybuilding beschäftigt und wollten, dass das aktive und stolze Arbeiten am eigenen Übergewicht als legitimer Sport angesehen wird. Bitch, ich will dich mal sehen, dass du 4 Stunden jeden Scheißtag ins Fitnessstudio gehst und Gewichte stemmst. Oder sie haben in einem anderen Artikel vorgeschrieben, dass die Privilegierten, das sind also immer die weißen Cis-Männer, you're fucking a white male, die sollen in den Unis bei den Lehrveranstaltungen zum Schweigen gebracht werden und man muss sie zwingen, in Ketten auf dem Boden zu sitzen. Oder sie haben ja probiert, einen Artikel einzureichen, da ging es um die Schuld des Penis am Klimawandel. Oder, ja. And one that claims that dog humping incidents can be taken as evidence of rape culture has been officially honored as excellent scholarship. I'm not going to lie to you, we had a lot of fun with this project. Viewers are worried that we didn't respect the dog's privacy. That's the concern. We respected the channel. Ja, ich kann auch jedem empfehlen, mal in dieses Video reinzuschauen von den Autoren, die sich da dann Spaß draus gemacht haben, solche Artikel zu schreiben oder solche Studien zu schreiben. Das ist natürlich einerseits total lustig, aber andererseits dann auch, wie soll man sagen, also sehr bedenklich, wenn man sieht, wie diese Wissenschaften ja korrumpiert worden sind. Diese Grievance Studies, wie die Autoren die nennen. Natürlich waren die Herausgeber der Zeitschriften waren total beleidigt und haben gesagt, okay, das ist ein koordinierter Angriff von rechts. Aber ich finde, an diesen schönen Artikeln, die da teilweise sogar veröffentlicht wurden, sieht man, dass diese ganzen Gender Studies eigentlich überhaupt nichts mit Wissenschaft zu tun haben. Man kann da den letzten Scheiß behaupten und man kriegt sogar Veröffentlichungen, man kriegt Ansehen in der Szene, je verrückter, desto besser. Insofern, ich hoffe eigentlich noch, dass diese Frau sich dann outet und sagt, das war alles nur Spaß, das meine ich nicht ernst, aber offenbar ist das nicht der Fall. So, wenn wir uns jetzt weiter den Artikel anschauen, hier haben wir wieder ein Gebäude, was aussieht wie ein Penis. Ich weiß jetzt nicht, ob das ganz bewusst ein Phallus-Symbol sein soll, ob das jetzt ganz bewusst so gebaut worden ist. Nein, hier geht es nur um mich und meinen großen, prächtigen Schwanz. Ich meine, es gibt ja auch Gebäude, die aussehen wie Vaginas. Das ist dann wahrscheinlich Empowerment. Hier ein Stadion aus Katar oder Tunnel. Da kann man natürlich auch an die weiblichen Geschlechtsorgane denken. Oder hier, das ist einfach nur eine Zeichnung. Okay, ich weiß nicht, was man daraus sehen soll. Tja, da braucht man auch sehr viel Fantasie. Dann thematisiert sich auch noch häusliche Gewalt. Sie sagt, dass die Mehrheit der Gewalt einschließlich Tötungen gegenüber Frauen und Mädchen weltweit im häuslichen Bereich verübt wird. Und der ganze Lockdown hat diese ganzen Ursachen, die ganzen Probleme noch weiter verschärft. Dazu gehören dann auch Stress, finanzieller Druck, Isolation und das Fehlen von Interventionen seitens der Familie, Freunde und Kollegen. So, aber diese ganzen Probleme wurden nicht vom Coronavirus verursacht. Die Pandemie hat lediglich die Tatsache da entlarvt, dass die Städte sich nicht begnügen, die häusliche Gewalt zu ignorieren und nicht
als ein städtisches Problem zu sehen, das tief mit den Fragen wie Wohnen, Arbeit, Transport, Kinderbetreuung und natürlich dem Lohngefälle verbunden ist. Also Lohngefälle, hier wieder der Gender Pay Gap. So, natürlich hier wieder Wohnen, Arbeit, Transport, Kinderbetreuung, das sind natürlich alle sozialistische Themen. Wohnen ist natürlich auch, wir sehen immer steigende Mieten, der Staat soll mehr sozialen Wohnungsbau betreiben. Da habe ich auch mal hier ein Video mit Rahim gemacht. Ich plane da aber auch nochmal ein bisschen ausführlicher beim sozialen Wohnungsbau drauf einzugehen. Ich sammle da schon ganz viele Stichpunkte, habt da noch ein bisschen Geduld. Arbeit, da die Sozialisten sagen immer, ja, Lohnarbeit ist ja ganz schlimm, Arbeit ist immer Ausbeutung. Transport, ja, Sozialisten, von denen hört man immer, okay, öffentlicher Nahverkehr muss kostenlos sein. Und Kinderbetreuung ist das, was wir auch schon seit Platon sehen. Die Kinder sollen möglichst früh den Eltern entrissen werden, in staatliche Obhut gegeben werden, gesellschaftlich erzogen werden, damit es dann zu möglichst wenig Unterschieden zwischen den einzelnen Kindern kommt. Das heißt, wir wollen alles gleich haben. Weiter schreibt sie, letztendlich kann die Bekämpfung häuslicher Gewalt bedeuten, die heterosexuelle Kernfamilie auf eine Art und Weise zu verunsichern, die den Status quo zutiefst stören würde. Nämlich das langjährige Vertrauen auf das Einfamilienhaus als Ort unbezahlter Betreuungsarbeit zu stören. Eine Störung, die sich die Städte angesichts ihrer Zurückhaltung bei der Finanzierung von Kinderbetreuung, Wohnbauförderung und Gewaltprävention kaum leisten können. Ja, unbezahlte Betreuungsarbeit ist natürlich das, was die Feministinnen seit Ewigkeiten fordern. Die sagen, okay, die Hausarbeit, die Familienerziehung, das kann ja nicht sein, dass es unbezahlt ist. Die sagen dann, Ehe ist Ausbeutung, da wird die Frau vom Mann ausgebeutet und der Mann bezahlt sie nicht dafür. Aber natürlich ist es faktisch so, dass wenn der Mann arbeiten geht und die Frau zu Hause bleibt, sich um die Kinder und den Haushalt kümmert, was natürlich auch heute immer weniger der Fall ist, weil wir sehen halt einfach auch, mit einem Gehalt eine Familie zu finanzieren, wird heute immer schwieriger. Da müssen beide arbeiten gehen und das ist natürlich auch gewollt, dass die Kinder möglichst früh in staatliche Obhut gegeben werden, damit dann die sozialistischen Ziele erfüllt werden und die Kinder alle möglichst früh durch den Staat indoktriniert werden. Und Stefan Molyneux hat das mal so schön gesagt, auf der Arbeit, da ist es ja Lohnarbeit, da wird man dann von einem Chef ausgebeutet, zu Hause wird man dann angeblich von einem Mann ausgebeutet, aber da Stefan Molyneux, der sagt so schön, okay, nehmen den Geld, was die Frau vom Mann erhält. Der Mann, der finanziert natürlich das Haus, den ganzen Haushalt, finanziert die Urlaube und so weiter. Wenn die Frau nicht arbeiten geht, irgendwo muss er das Geld herkommen. Und er sagt, okay, du bekommst nicht nur Geld, du bekommst auch, so soll es zumindest sein, Liebe, Anerkennung, Treue und so weiter. Weil es das ist, was ich eigentlich möchte, aber wovon ich weiß, dass meine Social Justice Community es nicht so cool finden würde. Und letztendlich, wo ich sage, okay, das ist doch eine Sache zwischen dem Mann und der Frau. Wenn die Frau sagt, okay, du schaffst das Geld dran, ich kümmere mich dann um den Haushalt. Oder wenn beide sagen, wir teilen uns das. Oder wenn der Mann der Frau sogar irgendwie ein kleines Taschengeld bezahlt, wo beide damit einverstanden sind, ist das doch eine Übereinkunft, die die beiden zu treffen haben, wo da nicht irgendjemand Drittes da irgendwie mitreden sollte. Ja, sie schreibt dann hier weiter, dass das Gute dabei ist, dass Frauen nicht nur Däumchen gedreht haben und diese Probleme zu lösen den Städteplanern anvertraut haben und den Politikern, sondern sich da selbst drum gekümmert haben. Und das ist natürlich auch das, was ich immer befürworte, nicht immer groß rumheulen, nach der Politik rufen, sondern einfach selbst machen. Und hier führt die ein Beispiel an, wieder ein, ich glaube, ein Frauenhaus 1898 schon gebaut wurde. Dann darf man natürlich auch nicht vergessen, laut dieser Autorin, dass Black Lives Matter von Frauen gegründet wurde und das ist wohl für sie die wohl wichtigste Bewegung gerade, die die Gesellschaft wandelt, die die Gesellschaft transformiert. Letztendlich Black Lives Matter ist eine sozialistische Bewegung. Es geht halt da auch um Transrechte, Schwulenrechte. Wir wollen mehr staatliche Einflussnahme haben. Wir haben dann in Seattle diese linke Anarchisten-Hochburg gesehen, die mittlerweile wieder abgebaut wurde, wo dann ja Gewalt und Chaos geherrscht hat. Insofern, das ist nicht die Anarchie, die ich möchte, die ich hier vertrete. Auf jeden Fall Black Lives Matter, auch die ganzen
Statuen, die ganze Geschichte, die revidiert werden soll, eigentlich letztendlich immer das, was man auch beim Mao gesehen hat, was man beim Islamischen Staat sieht, was man bei Stalin gesehen hat. Die Vergangenheit soll getilgt werden. Man möchte einfach die Gesellschaft komplett neu vom Reichsbett erschaffen, sozusagen. When I with my friend take over, you go to Gulag. So, dann sagt er hier, dass die Stadtplanarchitekten und Politiker auch dazu beitragen können, dass es alles weniger sexistisch ist. Da führt sie dann ein Beispiel aus Wien an, wo im Stadtteil Aspern alle Straßen und öffentliche Räume nach Frauen benannt wurden. Oder dass man in Tokio hat man zu bestimmten Zeiten Waggons für Frauen, behinderte Kinder und Betreuer reserviert. Das heißt, wir wollen hier wieder Geschlechtertrennung haben. What the fuck? In Kigali, in der Hauptstadt Ruandas, da wäre ich auch fast gelandet, wenn Corona nicht dazwischen gekommen wäre. Hätte ich auch sehr spannend gefunden. Das ist ja auch die Schweiz Afrikas. Da hat man für die Straßenverkäuferin auf den Märkten hat man einen Minimarkt geschaffen, der einen Platz zum Stillen hat. Ansonsten ein positives Beispiel ist auch für sie, dass in Stockholm das Schneeräumen feministisch abläuft. Da haben dann Wohnstraßen, Schulzonen, öffentliche Verkehrsmittel und Radwege haben Vorrang. Wir können auch mal anschauen, hier, das hatte ich in meinem Feminismus-Video auch schon angesprochen, dass Stockholm nach dem gendergerechten Schneeräumen, dass es da ein Verkehrschaos gegeben hat. Also ihr könnt euch das mal genauer anschauen, was ein gendergerechtes Schneeräumen ist. Und ganz toll ist es hier, die ganze Antirassismusbewegung, die bringt auch eine tolle Lösung auf den Plan. Das ist Defund the Police, das heißt also der Polizei das Geld entziehen und dieses Geld dann einfach in bezahlbaren Wohnraum reinstecken, in Kinderbetreuung, in den öffentlichen Transport. Und das wird dann alles das Leben von Frauen sehr bereichern, so wie es die ganze Polizei noch nie getan hat. Equal rights and justice for all. Rise and never fall. Tell himself, boom. Das war's von mir mit dem kurzen Streifzug durch den ganzen Gender-Zirkus. Also wie gesagt, für mich ist es halt einfach diese ganzen Gender-Studies. Das sind eigentlich alles Sachen, Studien, wo keiner für bezahlen würde, wenn er es freiwillig machen müsste. Insofern sage ich auch, ohne Staat geht das alles viel besser. Ohne Staat würde auch keiner für so einen Unsinn Geld ausgeben. Da müssten diese ganzen Frauen, diese ganzen Feministinnen müssten sich vernünftige Arbeit suchen. Aber natürlich belästigen Sie uns lieber mit solchen Artikeln. Ihr könnt ja auch gerne mal, wenn ihr bei euch im Umfeld irgendwelche Feminist-SternchenInnen, jetzt spreche ich auch schon so, das ist natürlich nur satirisch gemeint, hat auch letztens jemand kommentiert. Wenn ihr da jemand bei euch im Umfeld habt, könnt ihr ihnen einfach auch mal das zeigen, ob die sagen, ob die Städte für sie auch sexistisch sind, ob sie es gut finden, dass da geforscht wird, dass dafür Steuergelder ausgegeben wird. Garantiert auch in Deutschland, ich habe es noch nicht gesehen, aber wer weiß, da sind Kanada und Amerika sind uns da ein bisschen voraus. Ansonsten auch nochmal hier der Hinweis, schaut in mein Feminismus- und Gender-Video rein. Ich habe auch eine ganze Playlist zu Feminismus und Gender gemacht. Schaut da unbedingt rein. Ansonsten freue ich mich auch, wenn ihr mir wieder einen Daumen nach oben gebt, mir unten eure Meinung in die Kommentare schreibt. Was haltet ihr von diesen ganzen Gender-Wahn? Und ansonsten freue ich mich, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dann. Ciao, ciao. Feminism is cancer. Thank you very much.